Jehovas Zeugen sind unheimlich lieb. Oft. Wenn man aber hinter die Kulissen schaut, sieht man so etwas wie in der DDR die Spitzeldivision ausgemacht hat, die, wie heißt sie noch? Komm gleich drauf, hier Stasi, Staatssicherheit. Das Sicherheitsgefüge bei den Zeugen Jehovas ist ein Apparat, der auf der Lust des gegenseitig sich Bespitzelns basiert. Der einzelne Mensch wird angehalten, Jehova gegenüber besonders treu zu sein, indem er seine Leute bespitzelt, kleinste Abweichungen von den Glaubensdogmen extra dafür bereitstehenden Leuten zu melden, und das Gesamtsystem ist ein ganz feines Zahnradgetriebe, wo also die Verzahnung von psychischen Lüsten, andere zu denunzieren, mit Religionsregeln eines absolutistischen Systems verzahnt sind. Die Verzahnung verzahnt, ja klar. Also da ist eine feine Verzahnung, die braucht man gar nicht großartig festzulegen. Der Mensch ist von sich aus äußerst bereit, andere zu denunzieren. Und wenn so ein Mensch in dieser Bereitschaft getroffen wird und ihm gesagt wird, das, was du da tust, das wird ganz sicher dir persönlich von Nutzen sein. Du wirst Jehova, einem Gott, den es zwar nicht gibt, aber du wirst Jehova näher kommen. Auf die Art entsteht bei den Zeugen Jehovas ein Miteinander mit Umarmung und Küsschen und Augenblinkeln und Lächeln und ach, was sind wir alle schön und lieb und nett. Aber sag mal einen kritischen Ton. Stell mal bitte eine Frage, eine einzige Frage, die nicht völlig unkritisch ist. Dann wirst du den Stasi-Apparat der Zeugen Jehovas kennenlernen. Du wirst eingeschüchtert, bedroht, geprüft, erniedrigt. Dir wird die Basis entzogen, das heißt unter Umständen sogar deinen Platz in deiner eigenen Familie. Drohen sie dir zu entziehen. Dir wird, wenn du nicht früh genug einlenkst und diesem Stasi-Mechanismus ausweichst, durch verlogenes Schweigen. Leider wird man dazu gezwungen. Als Zeuge Jehovas wird man zu einem verlogenen Schweigen gezwungen. Die eigenen Zweifel dürfen nicht und überhaupt nicht angebracht werden. Wenn du also dieses verlogene Schweigen nicht frühzeitig einübst, annimmst und vor dem Stasi-Apparat niederfällst, dich erniedrigst, dein eigenes Denken komplett einschränkst, was passiert dann? Dir wird systematisch die Existenz zunichte gemacht. Und du wirst irgendwann mit Freuden, mit Genuss von Zeugen Jehovas ausgeschlossen, ohne Angabe von Gründen, aber mit Genuss, denn sie freuen sich, wenn sie Jesus Lügen strafen können, der gesagt hat, niemand wird sie aus meiner Hand reißen, niemand wird sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und sie reißen täglich weltweit Menschen angeblich aus Jesu Hand, sie sind ja nicht in Jesu Hand, aber sie machen die Show täglich weltweit Menschen aus der Hand Jesu zu reißen. Es ist eine Show, ich weiß, weil Zeugen Jehovas sind nicht in der Hand Jesu, deswegen kann,
aber die Show können sie machen. Und die machen sie mit Freuden. Und das Futter, das Kanonenfutter, das sie dafür verbrauchen, das erzeugen sie durch die, unter anderem durch die interne Stasi, der gegenüber jeder Widerstand zum willkürlichen, genussvollen, also von deren Seite her genussvollen, ausgeschlossen werden, gereicht. Das Wachturmgesellschaftssystem, das ja schon ein Stück weit die Vorschattung des Jehova-Paradieses bedeutet, diese Form eines Gesellschaftssystems ist eine unsäglich perfekte Mischung zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus. Aus beiden das Übelste herausgenommen, aber auch aus beiden die schillerndsten Außenmerkmale herausgenommen, zum Beispiel die Treue. Bei den Nazis hieß es, bei den SA-Leuten hieß es, Treue ist meine Ehre. Irgendso in die Richtung ging der Spruch. Und genau so sind Zeugen Jehovas unterwegs, ihre Ehre ist ihre Treue. Ihre Loyalität gegenüber diesem Jehova und damit gegenüber dem treuen und verständigen Sklaven. Diese unabdingbare Treue, die übrigens auch von der Stasi kontrolliert wird, von diesem Spitzelsystem kontrolliert wird, diese unabdingbare Treue ist das eigentliche Rückgrat. Das ist kein Glauben, es ist keine Beziehung zu Gott, geschweige denn zu Jesus, sondern es ist ein reines Überzeugungssystem, was wir auch in der Politik vorfinden. In der gesamten Welt, überall, wo jemand eine Überzeugung hat, aber denkt, es ist schönes Wetter oder schlechtes Wetter, bis hin zu irgendwelchen Weltbildern, die er hat, Gottesbildern, die er hat. Bei den Zeugen Jehovas finden wir ein reines Überzeugungssystem, das mit Glauben nichts zu tun hat. Glauben kann zweifeln. Glauben kann in Zweifel geraten, Glauben kann berechtigte und auch unberechtigte Fragen stellen und da wird keiner für ausgeschlossen. Unter Christen unterhält man sich gerade über die gefährlichen Punkte, über die fraglichen Punkte, da unterhält man sich ganz intensiv drüber. Und da kriegt man sich von mir aus auch in die Haare. Bei den Zeugen Jehovas gibt es das nicht. Keine Diskussion. Da gibt es nämlich nur eine Überzeugung. Es ist kein Glaube, was die praktizieren. Es ist eine reine Überzeugung. Und das ist zutiefst politisch, seiner Natur nach rein politisch, nicht religiös, wobei Religion an sich mit Gott ja auch so gut wie nichts zu tun hat. Also außer dem Äußeren. Okay, damit hoffe ich, einen kleinen Eindruck vermittelt zu haben. Wer weiß, wie viele Videos auf die Art noch folgen. Schauen wir mal.